Sehr geehrte Pressevertreter, herzlich willkommen hier im Presseraum der NBCC Arena zur Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel 1. FC Magdeburg gegen den Berliner AK. Ich begrüße die beiden Trainer Jens Hertel und Ronny Tiedemann an meiner Seite und möchte auch gleich Herrn Hertel um sein Statement zum Spiel bitten. Also ich denke, wenn man die gesamten 90 Minuten sieht, geht das Sieg aus meiner Sicht für uns in Ordnung. Wir haben eine Vielzahl von Chancen uns rausgespielt und aus meiner Sicht auch ein gutes Spiel gemacht. Das hat uns, der Sieg am Mittwoch hat uns natürlich geholfen, damit hier mit breiter Brust nach Magdeburg zu fahren gegen eine Mannschaft, die ein Stück verunsichert ist. Gut, wie das im Fußball so ist, am Ende ist es natürlich auch nochmal eng geworden. Magdeburg hat sogar die Chance, in Führung zu gehen. Aber ich habe meiner Mannschaft gesagt, wer hart arbeitet und wir hatten die letzten Wochen nicht so viel Glück, der wird dann irgendwann belohnt und wir sind heute dafür hinten raus belohnt worden, dann, dass wir dann das Siegtor da gemacht haben nach dem Standard. Dankeschön, Jens Hertel, für diese Einschätzung. Ronny Tiedemann hier rein. Ja, also wir sind absolut enttäuscht mit dieser Leistung, die Mannschaft heute gebracht hat. Wir hatten uns viel vorgenommen. Wir haben am Mittwoch Berliner AK gegen SV Meppen nochmal beobachtet. Da haben wir einige Sachen festgestellt, wo wir sie packen könnten. Allerdings hat der BAK wirklich ein gutes Spiel gemacht. Sie haben die Räume sehr eng gemacht. Und wir haben halt einfach nicht die richtigen Mittel gefunden, weil wir dann immer wieder in diese Räume gespielt haben. Und dann hat einfach der Berliner AK immer wieder gefährlich gekontert, schon in der ersten Halbzeit. Das Tor hat sich nicht so angedeutet, war aber eine sehr gute Einzelleistung. Und da hat man einfach gemerkt, wenn man nach 25, 24 Spieltagen auf dem letzten Platz dann steht, dann ist das eben auch nicht mehr nur ein Unglück oder Zufall oder sonstiges, sondern dann hat das schon auch seine Berechtigung. Und dass die Mannschaft natürlich nicht gefestigt ist, das sieht man einfach auch immer wieder daran, dass wir Woche für Woche mindestens 3-4 Positionen neu besetzen müssen, sei es aufgrund von Spielsperren, aufgrund von mäßigen Leistungen oder eben aufgrund von Verletzungen. Auch das trägt nicht dazu bei, dass eine Mannschaft eingespielt wirkt. Nichtsdestotrotz kann man aber Leidenschaft, Wille, Siegeswille und dergleichen kann man einfach, muss man erwarten können, gerade im eigenen Stadion. Kurzzeitig ist diese Hoffnung nochmal aufgekeimt nach dem Anschluss, nach einer Standardsituation. Aber wenn man summa summarum diese 90 Minuten betrachtet, hatte der BAK ganz klar die besseren Chancen und ein Unentschieden wäre für uns ein glücklicher Punkt gewesen. Danke. Dankeschön an die beiden Trainer. Gibt es Fragen von der Presse? Herr Novak. Ja, Michael Novak, die Bild-Zeitung. Eine Frage an unseren Trainer. Unter der Woche gab es ja eine Pressemitteilung vom 1. FC Magdeburg, wo drin stand, dass der Sportdirektor ab sofort das Sagen hat und bei den Spielen mit auf der Bank sitzt. Jetzt wollte ich nur mal fragen, warum Herr Ulrich heute nicht auf der Bank gesessen hat. Also grundsätzlich sind wir, hat sich, um das mal vorwegzunehmen, die Arbeit im Trainerteam überhaupt nicht geändert, auch aufgrund der Zeitungsberichte. Wir hatten unseren Plan, wir haben das Spiel vorbereitet, BAK. Und Detlef Ulrich hat vor dem Spiel mit mir und mit Carsten Müller gesprochen und da hat er gesagt, er will den Fokus nicht so sehr auf sich richten und er wird nicht auf der Bank Platz nehmen, obwohl ich gesagt habe, du kannst gerne mit runterkommen, weil wir eh alles miteinander besprechen und von daher wäre das eben auch noch ein Zeichen nach außen noch, wie es auch schon in Kiel der Fall war. Und ich messe da dieser Aktion nicht so viel Bedeutung bei, weil Detlef Ulrich stand nicht auf dem Platz, ich stand nicht auf dem Platz, sondern die Spieler des 1. FC Magdeburg standen auf dem Platz. Und da haben heute nur ganz, ganz wenige annähernd Normalform erreicht. Aber ich richte den Fokus schon auf den Sportdirektor, weil er hat diese Mannschaft geholt, sollte jetzt in die Verantwortung treten und hat die Verantwortung wieder abgegeben. Ich finde, das ist einfach feige. Gut, dazu kann ich jetzt nichts sagen, dann müssten Sie vielleicht mit ihm sprechen. Ja, war ich schon. Weitere Fragen? Herr Renner. Frage an Herrn Thielemann. Fühlen Sie sich jetzt hier als derjenige, der vors Loch geschoben worden ist? Anknüpfen an die Frage von Michael Novak. Nein, ich fühle mich nicht, als wenn ich vors Loch geschoben worden bin. Ich habe die Mannschaft betreut die letzten Wochen und Monate. Ich arbeite mit der Mannschaft. Ich denke, wir machen nicht die schlechteste Arbeit, aber am Ende wird immer am Wochenende abgerechnet. Und wenn wir einfach die Tore nicht erzielen und 16 Tore in 25 Spielen, das ist nun mal zu wenig, damit kann niemand leben, dann ist das einfach auch ein Missstand, den wir versucht haben, in der Vorbereitung
in den Testspielen abzulegen, aber letztendlich ist uns das in Punktspielen in der Rückrunde nicht einmal gelungen und dass natürlich das Selbstvertrauen auch der erfahrenen Spieler, die ich da hier in die Verantwortung nehme, nicht größer wird. Das müsste jedem klar sein, der mal organisiert gegen den Ball getreten hat. Nichtsdestotrotz erwarte ich eine Leistung von jedem, wo man sagt, okay, wenn es fußballerisch nicht klappt, dann muss ich wenigstens so viel Ehre am Leib haben, dass ich wenigstens jeden Meter Gras auf diesem Geläuf bearbeite, umgrabe und dem Gegner das Leben so schwer wie möglich mache. Und das konnte ich heute nicht bei anerkennen. Gibt es dazu noch Fragen? Nochmal Herr Renner mit. Wo knüpft man da jetzt im Training an? Jetzt mit Hinblick auf das Halberstadt-Spiel am Wochenende? Ja, wir werden natürlich trainieren. Also da kann es eben auch keinen Tag frei mehr geben, weil wir richten alles danach aus, dass wir die Jungs immer gut regenerieren und dass ja der Fokus aufs Wochenende gelegt ist. Aber es kommt einfach auch dahingehend zu wenig zurück von der Mannschaft. Und da wir viele Fehler machen, gibt es einfach auch viele Ansatzpunkte, um das Training zu gestalten. Und das werden wir auch in der kommenden Woche nutzen, weil nächste Woche, wir haben noch 9 Spiele und da gibt es dann dementsprechend noch 27 Punkte zu vergeben. Und da hoffe ich schon, dass wir auch den ein oder anderen Sieg noch erreichen können, weil wenn das Spiel natürlich heute für uns laufen sollte und wir machen das 2-1, glaube ich schon, dass das vielleicht auch ein Befreiungsschlag sein könnte, aber wir sind einfach dazu im Moment nicht in der Lage, so ein Spiel zu drehen und deswegen wäre der Punkt letztlich oder vielleicht sogar ein Sieg wäre auch unverdient gewesen, weil Berliner AK die richtigen Mittel gegen uns gefunden hat. Herr Nowak hat noch eine Frage. Ich habe noch mal eine Frage auch an unseren Trainer. Ja. Unser Präsidium hat ja bis letzte Woche immer noch davon geträumt, von dem Saisonziel oben mitspielen zu wollen. So viele Chancen, oben mitspielen zu können, gibt es ja nicht mehr. Wie schätzen Sie das als Trainer ein? Kann der Verein überhaupt noch an seinem Saisonziel festhalten? Oder muss sich das jetzt nicht mal irgendwann ändern? Man muss mit den Realitäten leben? Ich hatte ja irgendwann in der Vorbereitung hatte ich gesagt, dass wir für die Rückrunde drei Ziele haben. Davon ist eins, dass wir versuchen, erfolgreicher Fußball zu spielen. Da war das zweite Ziel, dass wir ein Gerüst für die kommende Saison herauskristallisieren. Und das dritte Ziel war, den ersten Heimsieg in der MTCC Arena zu erreichen. Davon haben wir bis jetzt noch keins erreicht. Und perspektivisch gesehen muss man einfach sagen, dass die Mannschaft das halbe Jahr Zeit hatte, sich zu finden. Und wenn eben auch von dem einen oder anderen Spieler nicht die richtigen Signale kommen, dass sie eben zu dieser Mannschaft gehören wollen, dann muss man eben das auch klar ansprechen. Und wenn es dafür gut ist, dann ist es wenigstens was. Und da muss man auch eine ganz klare Zäsur betreiben irgendwann, muss sagen, mit wem geht das und mit wem nicht. Aber wenn Sie das erkannt haben, warum erkennt das Präsidium nicht? Ja, ich habe jetzt noch keinen Kontakt zum Präsidium gehabt, also wir sprechen in jeglicher Art und Weise immer darüber, auch mit Detlef Ulrich und da sprechen wir immer jede einzelne Personalie an und dann müssen wir einfach sehen, ist das perspektivisch für den ersten FC Magdeburg gut oder eben eher nicht und dementsprechend agieren wir auch. Gibt es noch Fragen, Kollege dort hinten? Dr. Gilmes, Geschäftsführer vom DRK. Ich habe an Herrn Tiedemann eine Frage. Also der FC Magdeburg ist eine Traditionsmannschaft in der Historie mit großen Erfolgen. Gibt es jetzt neue Ansätze, Pläne für die neue Saison? Die Pläne gibt es definitiv. Mit der Tradition gebe ich Ihnen auch recht. Leider hilft uns die Tradition im Moment nicht, Spiele zu gewinnen. Sondern die Tradition, die dient einfach dazu, dass dieser Verein nach wie vor eine unglaubliche Fanschar hat, die wir einfach nicht, was wir nicht schaffen, diese Fanschar wieder geeint hinter uns zu bringen. Und für die neue Saison gibt es natürlich Pläne, weil in dieser Saison ist das Hauptaugenmerk auf dem Landespokal. Da haben wir in 14 Tagen ein sehr wichtiges Spiel in Haldensleben, das ist das Halbfinale. Und wie ich schon gesagt habe, perspektivisch ist die Mannschaft aufzustellen für die kommende Saison, um dann bessere Leistung als in der momentanen Situation zu zeigen. Weitere Fragen? Okay, das ist nicht der Fall. Dann beende ich diese Pressekonferenz an dieser Stelle, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche dem Berliner AK eine gute Heimreise und wir sehen uns hier wieder am grünen Donnerstag zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg 2. Vielen Dank.
Thank you.